Ich bin Sarah Diehl und ich arbeite seit ungefähr, glaube ich, 12 Jahren jetzt, vor allem zu dem Thema reproduktive Rechte. Hat eigentlich damit angefangen, dass mir irgendwann diese Zahl begegnet ist, 78.000 Frauen im Jahr sterben noch an illegaler Abtreibung und ich total schockiert davon war. Also wie kann das sein, dass erstens so viele Frauen davon noch sterben, weil ich nämlich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass das Thema noch so eben illegalisiert ist weltweit. Und zum Zweiten hat es mich auch schockiert, weil ich dachte, ich studiere jetzt seit 6 Jahren Gender Studies, wieso weiß ich das nicht? Ich habe dann mit polnischen Aktivistinnen zusammen vor 2 Jahren das Netzwerk Czocza Bascha gegründet. Das ist polnisch und heißt Tante Barbara, weil wir nämlich natürlich auch diese Idee von wegen Frauensolidarität, wir helfen uns und wir sind so, ne, alle zusammen, wir sind die Tante, mit der du offen reden kannst. Wir organisieren im Grunde alles, was die Frau braucht. Also was auch immer sie selber nicht organisieren kann, das machen halt wir für sie. Und was immer sie nicht finanzieren kann, das finanzieren wir für sie. Also ist halt die Frage, ne, also wie kommt sie hierher, wo kann sie schlafen, wo kriegst du die Beratung, polnische Übersetzung, aber eben auch die ganzen medizinischen Leistungen. In Deutschland ist Abtreibung straffrei, aber es ist immer noch illegal. Und diese Illegalität, die spüre vielleicht ich in Berlin nicht unbedingt so, ne? Aber die Ärzte spüren das, weil die kriminalisiert werden können. Zum Beispiel auch, wenn sie einfach nur auf ihrer Webseite sagen, ich biete Abtreibungen an. Weil dann haben sie sofort Abtreibungsgegner, die ihnen eine Klage an den Hals jagen, dass diese Ärzte sozusagen Werbung für eine illegale Tat machen. Forderungen, die wir sehen aus unserer praktischen Arbeit, dass die wichtig sind, ist halt ganz klar, dass die Beratungspflicht abgeschafft wird, weil das wirklich einfach nur kontraproduktiv ist und die Frau nur mit dem Gefühl des Zwanges da reingeht und dass Abtreibung halt generell rauskommt aus dem Strafgesetzbuch. Und dass das in der Ärztehausschaft so vermittelt wird, aber auch gesellschaftlich so vermittelt wird. Dass Abtreibung halt nicht mehr dieses Sonderthema ist, was irgendwie so bäh, bäh, böse, böse ist, sondern wirklich als normaler Bestandteil der Frauengesundheit gesehen wird, um eben auch die Komplexität der Bedürfnisse der Frauen anzuerkennen und denen überhaupt Gehör zu verschaffen. Also wenn Leute sich moralisch erheben über dieses Thema und überhaupt nicht darüber nachdenken, welche Konsequenzen Frauen deswegen ertragen müssen. Das finde ich manchmal ehrlich gesagt sehr schwer zu ertragen. Die ganze Selbstgerechtigkeit, die bei diesem Thema mit reinkommt. So. Und da arbeiten wir halt auch dran, um einen Perspektivwechsel voranzutreiben.